gerade richtig, richtig lecker gefrühstückt. Und ich habe jetzt einfach mal so getan, als wäre ich jetzt so beschäftigt, dass ich jetzt leider alleine abräumen muss. Ja, ja, ist klar. Dafür war das meine Idee, denn es gab ja jetzt Pfannkuchen zum Frühstück. Mega, mega lecker. Und wir haben uns überlegt, dass wir euch heute nochmal unbedingt mitnehmen wollen, denn wir wollen gleich noch einen Ausflug machen. Faye springt schon völlig ekstatisch vom Sofa. Und zwar dahin, wo wir auch gestern schon waren, und zwar an den Hundestrand. Denn wir nutzen jetzt wirklich diese warmen Tage. Wir haben, glaube ich, heute 14, 15 Grad. Und fahren mit den Mädels an den Hundestrand, gestern schon, heute nochmal. Und übermorgen steht ja Emmchens kleine OP an. Und dann dürfen wir wieder mindestens 7 bis 10 Tage nicht ans Wasser. Und deshalb, ja, machen wir das jetzt und holen das schon mal vor, anstatt nach. Und nutzen einfach, ja, die Sonne und das Meer. So, ich werde einmal kurz, bevor wir an den Strand fahren, nochmal in den Keller runtergehen. Denn ich möchte mein Fahrrad fertig machen. Ich habe noch ein paar Teile von Amazon bestellt gehabt. Und zwar hier so kleine Ventile, weil bei meinem Fahrradschlauch die Luft irgendwie nicht reinging. Und das will ich nochmal kurz checken, weil ich möchte nämlich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Ich habe mir das zumindest vorgenommen. Und da jetzt die kalten Tage hoffentlich vorbei sind, ist es so, dass ich ja bei frühlingshaften Temperaturen oder zumindest um die 10 Grad und nicht bei minus 10 Grad gerne, wie gesagt, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren möchte. Und ja, da fehlt dieser kleine Schritt noch. Ich nehme euch einfach mal mit und schaue, ob ich das hinkriege. Ich bin gerade sehr happy. Hat geklappt, Fahrrad ist fertig. Es war wirklich nur das Ventil. Es war irgendwie nach 2 Jahren, ich habe es lange nicht benutzt, nicht mehr durchgängig für die Luftpumpe. Und jetzt ist es aber wieder alles gut. Ich habe Luft auf die Reifen bekommen, das heißt, ich kann ab morgen Fahrrad fahren, so wie ich es mir vorgenommen habe. Ich mach's. Bei schönem Wetter, auch wenn es okay ist, auch wenn es ein bisschen regnet. Also ich fahre mit dem Fahrrad. Bisschen was für die Fitness tun und der Fahrradweg ist nicht so lang, es sind irgendwie 20 Minuten bis zur Arbeit. Also insofern, ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahrt. Oder ob das zu weit weg ist. Oder ob ihr sogar zu Fuß geht. Schreibt es auch in die Kommentare. So, jetzt will ich nochmal in diesem ganzen, naja, Chaos ist es ja eigentlich nicht, aber in diesem ganzen Keller mal gucken. Ich habe eigentlich noch eine richtig coole Fahrradtasche von, ich glaube, Ortlieb. Ob ich die irgendwo finde. Drückt mir die Daumen. Mal gucken. Sehr, sehr geil. Ich habe nicht nur meine Fahrradtasche gefunden, die ist echt der Hammer. Ich weiß nicht, wie das euch so geht. Ich schwitze relativ schnell. Und im Sommer, wenn man dann einen Rucksack zum Beispiel beim Fahrradfahren aufhat, dann habe ich immer so einen verklebten, nassen Rücken. Ist nicht gerade so eklig, nicht gerade so schön das Thema, ist ein bisschen eklig. Aber ist halt so. Und ja, wenn man die Sachen, und es ist ja meistens eine Getränkeflasche und vielleicht noch irgendwas zu essen, ja, wenn man das in eine Fahrradtasche packen kann, die dann schön am Fahrrad hängt, dann klebt der Rücken nicht so. Und ich habe sogar noch meinen Helm gefunden. Safety first. So, jetzt mal ein bisschen unaufgeregt. Alles gut. Die schickste Mode von allen. Ich habe gesagt, er ist fast schön, wenn er nicht blau wäre. Ich liebe blau. Ich mag kein blau. Ich liebe blau. Der ist ein bisschen groß, Mensch. Muss man neu einstellen. Klack. Und was ist das da für ein Sonnenvisier mit Löchern? Ja, damit ich, wenn ich so schnell fahre, nicht abhebe. Aber die sieht toll aus. Schick, safety, ne? First. Ja. Ich finde es auch sehr wichtig, dass du hier mit Helm fährst, weil Kiel ist eine Fahrradstadt, aber ja, eine Autostadt genauso. Und ich habe ein Rücklicht. Oh, wie süß. Und es blinkt sogar auch. Da ist noch irgendwas drin. Mal gucken, was da drin ist. Bestimmt eine alte Brotdosen. Bin mal gespannt. Mit Grünschimmel. Nee. Puh, Glück gehabt. Ah, guck mal. Klettverschluss. Um die Hose zusammen zu kletten. Die Hose? Hose.
Was für Hosen? Blinkbänder, die langsam alle sind. Für die Hosen. Hier ist ein Nerd. Haarflickzeug. Und eine ziemlich geniale Luftpumpe. Und was geklödert hat, war eine alte Wasserflasche. Die würde ich, glaube ich, nicht mehr trinken, weil die ist mindestens 3 Jahre und ist offen gewesen. Ja, die kommt weg. Aber das heißt, der Rest ist gut. Wir hätten da mal reingucken sollen damals. Ja. Dass wir selber nur rumgeräumt haben. Guck, was denn noch da drin ist. Brauchst du Paracetamol? Auch das würde ich wegschmeißen, denn auch das ist alt. Ja, aber die bleiben drin. Was ist das? Alte Taschentücher. Rotzfahren brauchst du immer. Aber wir haben Ironman-Rotzfahren noch. Die kommen mit dazu. Siehst du, falls du mal einen Unfall machst. Ich mach keinen Unfall. Falls jemand anders einen Unfall macht und er weint und Ironman braucht oder Superman. I freue mich sehr, it's there. Okay. Ich habe noch mal im Fahrradkeller geguckt, der ist ziemlich vollgestellt, wobei hier, glaube ich, ungefähr so 8/9 dieser Bewohnerschaft nicht Fahrrad fährt. Aber ich glaube, ich habe noch so eine Stelle gefunden, wo ich mein Fahrrad einfach hinquetschen würde. Das Fahrrad los? Ja. Ich werde es einfach machen. Und da ich täglich fahren werde, ist ja auch nicht viel im Keller, sondern nur nachts. Yeah! Was ich jetzt noch einmal suchen muss, ist den Schlüssel fürs Schloss. Oh. Aber den, glaube ich, weiß wir haben die anderen Schlüssel haben wir gerade alle wieder zurückgebracht. Macht nichts, ich hab, ich weiß aber, wo der ist. Sicher? Oder sein soll. Was machst du? Lotti ist gerade vom Sofa gegen deine Tasche gesprungen. Das ist eine Tasche, Lotta. Warum? Tja. Warum ist das eine Tasche? Und warum ist das nicht Lottas Tasche? Tja, ich kann sie da reinpacken. Mach mal. Die passt da bestimmt rein. Findet sie bestimmt auch toll. Lotta, komm mal her. Nee. Immer nur Zauber. Immer findet Taschen auch toll. Komm mal her. Dann kann ich dich immer mit zur Arbeit nehmen. Oh, wie schön. Das heißt, ich muss nur noch auf 2 Stänke aufpassen. Flupp. Nicht springen. Ein Hund zur Arbeit. Jeder sollte seinen Hund mit zur Arbeit nehmen dürfen. Ja, auch in der Radiologie. Ja. Musst du mal ins MRT. Oder nein, weißt du, wofür die ist, wenn jemand Angst hat? Ja, sein Kuschelhund fürs MRT. Aber die hält nicht so gut still, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Werden die Bilder etwas verwackelt. Ja, jetzt bist du in der Tasche. Dog out of box. Oder wie war das? Dog in a box. Dogs in a box. So. Und wieder schwupp. Aber ich wollte dir gerade was erzählen. Und zwar, warum ich Nancy sag. Ich gucke gerade Mami Seelen, ihren neuen Vlog von heute. Ja. Und die kriegt gerade Akupunktur von ihrer Hebamme in den Kopf. Aua. Und Kopf finde ich schon fies. Ja. Ah, nee. Ah. Ah, und Lotti isst schon wieder den Katzenspielbogen auf. Es ist herrlich. I'm happy. Because I'm happy. 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 Ich bin gerade ein klein bisschen gefrustet. Jetzt habe ich das Fahrrad soweit fertig, aber ich finde den Schlüssel fürs Schloss nicht. Der muss irgendwie verloren gegangen sein. Ich habe jetzt alles hier in der Wohnung auf den Kopf gestellt, wo ich wüsste, wo dieser Schlüssel ist. Ohne Fahrradschloss ist in Kiel natürlich Mist und das Fahrrad ist auch ein bisschen hochwertiger. Das würde ich gerne nicht ohne angeschlossen irgendwo stehen lassen. Das heißt, ich habe jetzt erstmal bei unserem geliebten Online-Händler ein Fahrradschloss bestellt, das dann morgen ankommt. Das heißt, ich kann erst ab Dienstag mit dem Fahrrad fahren. Ich wäre eigentlich schon gern morgen gefahren. Manchmal werden dann immer noch so kleine Stolpersteine in den Weg gelegt, aber dann halt erst am Dienstag. Ansonsten ist das Fahrrad fit, also das Fahrrad soweit fahrbereit. Muss ich halt noch warten. Geht ja nicht anders.
auch nichts. Wir sind hier richtig cool am Strand, oder? Ja, und wir haben gerade mit einem anderen Welpen gespielt. Ja. Mit einer 5 Monate alten Bulldogge. Ja. 25 Kilo. Ja. Dotti mit ihren 4 Monaten wiegt 4 Kilo. Also es war sehr, sehr lustig. Aber die drei haben so cool miteinander gespielt. Das war richtig geil. Genau. Und schaut mal da. Sonnenschein, Meer. Was will man mehr? Und das da hinten im Übrigen. Ja. Das da mit diesem hohen Turm, das müsste La Böe sein, wenn ich jetzt nicht Mist erzähle, oder? Richtig! Yay. Yay. Also alles mega dicht beieinander. Ja. Und wir sind natürlich nicht alleine, da hast du es schon erzählt. Ja, genau. Eben schon gesehen, da hinten irgendwo im Hintergrund sind meine Eltern, die gerade mit den Hunden spielen. Babysitter. Ja. Das heißt, wir können ein bisschen die Sonne genießen und das geile Wetter. Es ist echt der Hammer. Oh. Wie schön ist es, am Meer zu leben. Und ich bin viel zu warm eingepackt. Ich habe dicke Winterstiefel, Winterjacke und Schal an. Also es sind ungefähr 15 Grad. Wir machen jetzt mal die Aufnahmen hier gerade mit dem Handy. Deswegen, falls es ein bisschen rauscht, ist leichter Wind. Wir hoffen aber, die Bilder entschädigen. Aus dem Schnitt hier. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben gestern völlig vergessen, ein Outro zu filmen. Und deshalb wollte ich euch nicht einfach so aus dem Video gehen lassen und wünsche euch stattdessen noch einen wunderschönen Dienstag und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wir hatten zumindest einen richtig, richtig schönen sonnigen Tag. Ich war auch gerade mit den Mädels noch mal eine Runde spazieren. Das ist so herrlich, das Wetter. Ich glaube, wir haben 18 Grad heute in der Sonne. Also mega, mega schön. Geht raus, genießt die Sonne, macht was Schönes und wir sehen uns am Donnerstag im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.